Ja, was auch nicht sehr hoch gespielt wird, sondern sehr unter dem Radar stattfindet, das ist, dass Deutschland wieder mal ein U-Boot liefert, und zwar an Israel. Und der Bund zahlt davon ein Drittel. Ich meine, das ist ein gutes Geschäftsmodell, wir verkaufen Dinge und bezahlen sie am besten gleich selbst. Das ist übrigens nicht das erste U-Boot, sondern insgesamt sind es 6 U-Boote, die inzwischen an Israel gelaufen sind, wobei wir die ersten beiden U-Boote komplett verschenkt haben, da haben wir gar nichts für bekommen, die haben wir Israel geschenkt. Am dritten U-Boot hat sich Israel mit 50% immerhin mal beteiligt. Und die nächsten U-Boote zahlen wir zu einem Drittel. Also, wir haben jetzt über 1 Milliarde Euro an israelische U-Boote bezahlt, und das geht von unseren Steuergeldern runter. Ich weiß nicht ganz wofür, ich weiß nicht ganz warum, und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht weiß es jemand und kann mir das erklären, warum wir hier so viel Geld zu verschenken haben.